Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 200. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Es ist der Hammer. Seit über 4 Jahren mache ich das jetzt hier schon und jetzt heute, Aufzeichnungstag 5. Mai, erscheint Episode 200. Ja, ich bin einfach platt, dass es so lange geklappt hat, dass ich immer was zu erzählen hatte, dass ich vor allem aber auch immer Leute hatte, die mir zugehört haben. Das irritiert mich fast am meisten an der ganzen Geschichte. Und ich freue mich wahnsinnig, dass euch mein Gelaber hier offenbar gut genug gefällt, dass ihr hier ja euch auch so unglaublich beteiligt habt. Ich habe ja nur 1,5 Mal darum gebeten, ob sich hier vielleicht der ein oder andere Hörerkommentar, der ein oder andere Audiogruß findet. Und tatsächlich, es sind 10 Stück gekommen. Und da müsst ihr jetzt durch. Die hören wir uns jetzt gemeinsam an. Ich habe sie selber auch noch nicht gehört. Wir fangen an mit Stefan von Wo die Mädchen noch wilder als Kühe sind. Der Jörn Schaar, ne? Der macht ja so einen Podcast. Der ist ganz klein und ganz fein. Und den höre ich ganz gerne. Aber eins habe ich irgendwie noch nie verstanden. Warum sagt der Jörn denn eigentlich immer hier, ich bin Jörn Schaar und ihr seid nicht? Verstehe ich nicht. Das muss er mir mal erklären, weil wenn er... Na, logisch bin ich nicht Jörn Schaar, sonst würde ich ja einen Podcast machen. Also verstehe ich nicht. Und weil noch ganz komisch ist beim Jörn, ist, der hat eine Frau, ne? Und die nennt er immer Hund. Frau Hund. Mit der fährt er sogar Silvester über der Autobahn. Denke ich dann auch so. Ja, was sollst du sonst mit der Ollen machen? Natürlich nimmst du mit über der Autobahn. Ich muss meine Olle auch immer überall mitschleppen. Die will ja immer mit. Mit gehangen, mit gefangen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen hier, also ich würde von meiner links und rechts eine kriegen, wenn ich zu der sage, hier Frau Hund. Und jetzt hat der Frau Hund endlich mal ein paar Schuhe gekauft. Und da wollte Frau Hund die aber dann nicht anziehen. Ja, das ist auch, wenn man die Frau Hund hier so an der kurzen Leine lässt, dass sie nicht mal Schuhe hat, das ist auch nicht schön. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich höre Jörn ja gerne, der macht ja einen schönen Podcast und der hat jetzt auch hier Jubiläum, was ist der nochmal geworden? Ich glaube 200. Sag ich mal herzlichen Glückwunsch, aber das mit deiner Frau und die Schuhe und dir mit dem komischen Kosenamen für die, finde ich irgendwie nicht okay. Da denk mal drüber nach, ne? Tschüss, halt die Ohren steif. Ja, ganz offensichtlich ein Intensivhörer von dem, was ich hier so mache. Ich werde Grüße ausrichten und überlege mir einen neuen Spitznamen. Sascha hat auch was geschickt, der unter anderem, also ich kenne ihn hauptsächlich über den Grauen Rat, aber der macht auch noch 1000 andere Sachen. Mal hören, was ihm dazu eingefallen ist. Files accessed. Hi! Ja, wenn der feine Podcast Geburtstag feiert, dann will ich natürlich auch ein paar Glückwünsche loswerden. Ich habe mir das schon länger vorgenommen und dachte eigentlich, ich hätte noch eine Weile Zeit bis zur Nummer 300 und dann haut der Schaar einfach mal so eine Sonderfolge raus. Jetzt musste ich doch mal ans Mikro schreiten. Ja, ich bin zugegebenerweise ziemlich spät in diese feine kleine Community dazugestoßen. Ich habe Jörn ja schon länger auf Twitter gesehen und auch gelesen, abonniert und verfolgt. Habe natürlich diese Schaar-Selou-Kampagne, das Video mit einiger Verwunderung gesehen. Konnte mir da noch nicht so richtig einen Reim draus machen. Habe dich natürlich als Stammhörer bei den Flachland-Reportern auch mal fleißig im Chat erlebt, als wir noch gechattet haben, lang, lang ist's her, und natürlich als Bewohner von Puerto Partida deine zarte Stimme bewundert und hab dann natürlich irgendwann mal deinen Podcast abonniert, bin sofort kleben geblieben und natürlich auch ist das Nord-Süd-Gefälle ganz schnell in meinem Podcatcher gelandet. Der High-Alarm-Podcast, der fehlt jetzt noch, aber der wird auch noch irgendwann folgen. Ja, und schließlich bist du ja dann auch mal Gast gewesen im Podcast-Imperium beim Hauskanal und hast über Monetarisierung mit uns gesprochen und da haben wir auch mal so längere Zeit miteinander gequatscht. Das war sehr schön. Ich hoffe natürlich, dass wir uns irgendwann mal, vielleicht 2019, dieses Jahr werden wir es wohl nicht mehr schaffen, auch mal von Angesicht zu Angesicht sehen und
ja, zur 300. Folge gibt es auf jeden Fall auch ein Lied von mir. Wahrscheinlich irgendwas mit Weihrauch und Mariengesängen. Irgendwas in der Art. Also, mach weiter, versüße weiter meinen Arbeitsmontag, jeden Montag und jeden Arbeitstag mit einem Bild aus dem viel zu Frühdienst bei Twitter. Und du hast einen festen Platz in meinem Podcatcher und, ach ja, fast in meinem Herzen. Bleib sauber und bleibe weiter nach Wildkirsche duftend. Bis dahin, dein Sascha. Ciao. End of recording. Ach ja, das ist genau das ist es ja, worum es mir hier geht. Es ist ja längst nicht mehr nur mein Personal Podcast, den ich hier mache. Es ist ja wirklich langsam ein Community-Projekt mit den ganzen Chasis, die sich so auch um meine Merchandising-Produkte reißen, gerissen haben. Von den 20 Flaschen Chasilou ist exakt noch eine da. Also technisch gesehen sind noch zwei da, aber eine ist schon reserviert. Ja, und jetzt ist halt, ja, für viele ging da ein Traum in Erfüllung. Mein Traum ist es tatsächlich noch irgendwann mal Sascha zu treffen. Wenn wir das, also das kriegen wir aber noch hin. Das wird noch klappen. Mal gucken, wann und wie. Dann habe ich hier noch Lars Voss, der Tüdelbüdel bei Twitter. Moin Jörn, die allerherzigsten Glückwünsche zur feinsten 200. Folge wünscht dir der Tüdelbüdel oder auch Lars vom WKS-Podcast. Mögen sich dir noch viele weitere Folgen ins Mikro ergießen, um mich und alle anderen Hörer zu erfreuen. Und wenn nicht die 200. Folge ein Grund ist, das Tanzbein zu schwingen, dann werde ich auch nicht. Ich hefte dich um und lüt late und tanzen zu so umtüdelt, fail Spaß damit. Holy fuchtig und nu Kapelle ab. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Jörn Schaar zieht alle um sich, Headphones auf die Ohren. Chasis feiner Podcast, sonst ist der Tag verloren. 200 feine Folgen, viele werden folgen, das ist klar. Denn du bist Jörn Schaar. Schaar, Schaar, wunderbar. Am Helikopter-Muddis, am Wacken tief im Schlamm. Chasi mit dem Mikro ist an allen dran. 200 feine Folgen, viele werden folgen, das ist klar. Denn du bist Jörn Schaar. Schaar, Schaar, wunderbar. Ich bin absolut platt. Also, ich habe es selber vorher nicht angehört, was mir da geschickt wurde von meinen fantastischen Hörern und Podcast-Kollegen. Und das ist ja unfassbar. Also, mir fehlen da echt die Worte. Vielen Dank. Das ist ganz, ganz großartig. Und ich muss mir das bestimmt noch 5000 Mal anhören. Vor allem sehr gleich gespannt, was meine Frau dazu sagt, wenn ich ihr das vorspiele, ist der Hammer. Vielen Dank. Und um das jetzt ein bisschen aufzulockern, habe ich gedacht, ich mache nicht die ganze Zeit am Stück immer nur Audiokommentare, sondern ich mache zwischendurch auch noch ein bisschen was anderes. Denn es gibt ja, ich habe ja gesagt, es ist im Prinzip eine normale Folge inhaltlich, was es so zu erzählen gibt. Und da wollte ich dann mal kurz ablenken auf ein anderes Thema. Und zwar war ich, wo fange ich denn an? Ach, hinten. Genau. Von hinten an. Heute wollte ich eigentlich einen Wohnwagentag machen. Das hat nicht so wahnsinnig gut geklappt. Wollte heute eigentlich den Wohnwagen aus dem Winterquartier holen, beziehungsweise schon gestern nach der Arbeit. Den heute so ein bisschen fit machen für die Saison, die Batterie wieder rein, Gasflasche austauschen und. Und was soll ich sagen? Es hat nicht geklappt. Wir haben ja ein anderes Auto gekauft. Und da passte gestern der Adapter von der
Also ne, die ist ja so ein Stromkabel und der Wohnwagen hat einen 7-poligen Stecker, das Auto hat einen 13-poligen Stecker und da ist auch schon, das war auch bei unserem letzten Wagen schon so, aber dieser Adapter, der da drauf ist, der passte nicht auf unsere Anhängerkupplung oder auf unsere Steckdose am Wagen. Also erstmal habe ich mich so ein bisschen ja, verguckt letztlich, ich habe also die Steckdose aufgemacht, gesehen, aha, 13 Pole, habe den Adapter angeguckt, da waren nur 7 Stecker drin, hatte alles klar. Dann ist das irgendwie, muss dieser Adapter vom Stecker runter. Warum auch immer ich darauf gekommen bin, ich fand das irgendwie wichtig. Das ging schon nicht, das hat eine Stunde gedauert, bis ich den Kram auseinandergetüdelt hatte. Und dann habe ich gemerkt, okay, also das war wirklich jetzt auch ein Denkfehler, ja. Es hat mich nicht wirklich weitergebracht, weil ein 7-poliger Stecker halt nun mal nicht in eine 13-polige Steckdose passt, ohne Adapter. Und den brauchte ich also. Aber mit dem Adapter zusammen passt, habe ich das nicht ans Auto gekriegt. Weil der Adapter so ein komischer Stecker, so eine Deckelkonstruktion hat und das Auto eben auch. Und das war sich gegenseitig im Weg und ich habe das nicht hingekriegt. Ich habe es also mehrfach versucht und habe geflucht wie ein Kesselflicker. Und war dann irgendwie schon kurz davor zu sagen, okay, dann ziehe ich den Wagen jetzt halt irgendwo zur Werkstatt oder zum Händler und dann sollen die das machen. Und dann habe ich mal so geguckt, wie weit das ist. Und so ganz ohne Licht, 5 Kilometer, 10 Kilometer über die Autobahn und dann noch 2 Kilometer durch den Ort, fand ich irgendwie sehr, sehr unsexy. Habe ich dann sein gelassen und hab dann gesagt, okay, dann fahre ich jetzt also nur mit dem Adapter zum Händler und sage, hier, das passt nicht. Bitte verkauft mir was anderes, damit ich meinen Wohnwagen bewegen kann. Denn ich würde den ja grundsätzlich dann in die Werkstatt ziehen, das umbauen lassen, dass ich diesen Adapter nicht mehr brauche. Aber dafür muss ich den halt irgendwie da hinkriegen. Irgendein Provisorium wäre gut gewesen. Aber das ging halt nicht. Wie gesagt, hat nicht geklappt. Meine Frau hatte andere Pläne, die brauchte das Auto. Und deswegen musste ich also dann los nach Hause und habe den Wohnwagen stehen lassen und wollte dann heute wieder hinfahren. Wollte erst zum Händler. Hier in Husum ist ja auch jemand, Caravan Gutbier, mit dem ich auch ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Und wollte da also einen anderen Adapter holen, dann in die Halle und den Wohnwagen nach Husum bringen. Und wie das nun mal so ist, also ich hatte es ja schon mal erzählt, wir hatten ja jetzt dann, unser Wohnwagen steht ja zwischen Rendsburg und Kiel in einer ehemaligen Scheune und da muss ich immer vorher anrufen und Bescheid sagen, dass ich komme, damit die Scheune auch aufmachen. Natürlich war da keiner mehr zu erreichen. Gestern Abend war es mir zu spät, als ich dran gedacht habe, dass ich dann noch Bescheid sagen muss. Und heute, ja, so kurzfristig, die waren wohl irgendwie unterwegs, keine Ahnung. Auf jeden Fall ging das nicht. Habe ich mich ein kleines bisschen geärgert. Naja, das Gute ist, ich war beim Händler, also dieser Adapter passt nicht aufs Auto, das ist irgendwie alles ganz komisch, ich brauche einen anderen, sagt er, das kann gar nicht sein. Hat sich den Adapter, den ich also mitgenommen hatte als Anschauungsmaterial, hat er sich geschnappt, ist an mein Auto gegangen, 2-3 Handgriffe hatte er das irgendwie dran. Ich habe nicht ganz genau gesehen, was der da gemacht hat. Fakt ist, es funktioniert jetzt, ich kann den Adapter ans Auto anschließen. Jetzt muss nur noch das Kabel auch mit dem Adapter zusammen da dran passen. Vielleicht war da der Knackpunkt, weiß ich nicht. Kriege ich nicht mehr so richtig zusammen. Jedenfalls sieht es gut aus, dass wir dann auch in die Saison starten können. So, und jetzt werde ich also am Dienstag, Dienstag bin ich das nächste Mal wieder in Kiel zum Arbeiten und dann kann ich also auf dem Rückweg an der Halle vorbei den Wohnwagen mitnehmen. Dann steht er hier, machen wir fertig und dann fahren wir bei nächster Gelegenheit los. So, Thema hoffentlich dann erledigt. Ja, was dann ansteht, wie gesagt, Batterie einbauen ist auf jeden Fall wichtig. Die Ausstellfenster, da müssen noch am Bug und am Heck diese Stützen ausgetauscht werden. Die gehen jetzt gerade der Reihe nach alle kaputt und ich habe jetzt letztes Jahr schon ein Set gekauft, ein Viererset. Das werde ich auf jeden Fall neu machen. Und noch eine neue Gasflasche rein, hatte ich ja schon gesagt. Da kommt jetzt auf jeden Fall eine Alugasflasche rein. Das habe ich mir schon vorgenommen. Die ist natürlich in der Anschaffung erstmal viel, viel teurer, wiegt aber auch enorm viel weniger. Also die wiegt voll so viel, wie die jetzige Gasflasche leer wiegt. Und das ist für mich ein unschlagbares Argument. Da habe ich, das Geld werden wir einfach investieren.
Zumal man das ja nur einmal investieren muss und dann tauscht man die immer und zahlt immer nur für die Füllung. Das geht dann. Ja, das sind die zwei großen Sachen, die gemacht werden müssen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir uns möglichst schnell auf den Campingplatz stellen und da möglichst viel Ruhe haben. Das wird super. Ich bin unfassbar urlaubsreif gerade. Ich fange an, Sachen zu vertüdeln und habe auch so mit Namen in letzter Zeit immer häufiger Probleme. Das nervt mich ein bisschen. Und ich denke mal, dass das sehr stark auf Urlaubsreife zurückzuführen ist. Naja, das war also dieses. Und dann würde ich gleich mal mit dem nächsten Audiokommentar weitermachen, nämlich von Daniel vom Brombeerfalter. Hallo Jörn, ich gratuliere ganz herzlich zur runden Folgenzahl. So ein Jubiläum ist ja immer wieder mal schön, um ein paar Grüße loszuwerden. Es wurde ja auch nur ganz subtil darauf aufmerksam gemacht und ich habe mich extra vorbereitet für dich. Du hörst also, ich habe extra das Fahrzeug genommen mit dem lautesten Blinkergeräusch, hier wegen der Atmo und so. Und was du jetzt natürlich nicht riechen kannst, ich habe mich also entsprechend heute Morgen hier mit entsprechendem Shampoo versorgt. Nicht direkt Wildkirsche, das habe ich so schnell nicht bekommen. Dafür die Eigenmarke eines großen Drogeriemarktes, die sich da nennt Früchtetraum. Und es riecht so ein bisschen wie ein Seife gewordener Obstsalat. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das wirklich Früchtetraum heißen sollte, so wie es auf dem Etikett steht. Oder ob für Früchte Trauma einfach kein Platz war. Man weiß es nicht. Darum soll es aber auch gar nicht gehen, sondern eben um dein Folgenjubiläum, zu dem ich, wie schon gesagt, sehr, sehr herzlich gratuliere. Ich höre dich auf jeden Fall seit mittleren zweistelligen Folgen. Ich müsste noch mal nachgucken. Bei dir war es tatsächlich so, dass ich im Internet ein paar Mal über deine Webseite gestolpert bin, bevor ich Podcast-Hörer geworden bin. Und dann erst, als ich schon in voller Podcast-Sucht war und doch schon viele Formate abonniert hatte, dann eben wieder auf dich gestoßen bin. Seitdem verpasse ich da nichts und deswegen würde ich, und ich denke, da spreche ich für die gesamte Hörerschaft, mir wünschen, dass deine Formate, egal welche es sind, noch lange so weitergehen. Und damit liebe Grüße aus dem Süden und hoffentlich sieht man sich bald auch mal persönlich wieder, vielleicht bei Podstock. Ich weiß nicht, ob du da dich schon angemeldet hast oder ob du dieses Jahr kommen kannst oder nicht. Würde mich auf jeden Fall freuen. Mach's gut. Tschüss, der Daniel. Ja, Podstock ist natürlich auf jeden Fall gebucht. Das steht auch schon fest. Wir kommen zu zweit. Meine Frau ist auch dabei und im Prinzip kommen wir zu dritt, denn Frau Hund wird sich auch mit uns auf den Weg machen, im Wohnwagen übrigens. Das wird der Abschluss unseres Sommerurlaubs werden, der Besuch beim Podstock. Da freue ich mich auch schon ganz enorm. Wir haben auch schon überlegt, welche Käsespende wir für den Käsekeller-Podcast mitbringen. Und ich weiß auch schon, dass ich selbstverständlich nochmal zu unserem Stadtschlachter muss, bevor wir Richtung Kulturherberge aufbrechen, um hier ein bisschen Husumer Räucherwurst mitzubringen für die Verkostung, die da ansteht. So, dann möchte ich noch einen machen wir noch von Oboman aus München. 200 Folgen Jörn Schaas feiner Podcast. Ich gratuliere, hier ist der Oboman. Ich bin dieses Mal hoffentlich früh genug dran, dass es dann auch gesendet wird. Ich weiß noch, bei der 100. Folge, da war ich ganz, ganz knapp auch noch neu im Business sozusagen. Und dann hast du es, glaube ich, in der Folge danach erst geschafft reinzuschneiden. Also jetzt etwas früher, wobei man in Gefahr läuft, dass man dann vergessen wird, wenn man es 3-4 Wochen vorher schon schreibt. Habe ich auch schon alles erlebt. Aber du bist ja Profi, das klappt schon. Überhaupt Profi, dein Podcast ist für mich ein Benchmark. Ich höre den sehr, sehr gerne. Erstens wegen des lockeren alltäglichen Inhalts, dass man gut nachvollziehen kann, wo man ja eigentlich mitlebt und miterlebt. Die Tonqualität, die Stimme, das ist alles wirklich für mich perfekt.
Und es gab in einer deiner Folgen einen Leitsatz und ich wiederhole das in meinen Podcasts immer wieder, nämlich mache keine Ankündigungen zu irgendwas. Also in der nächsten Folge werde ich das und das tun oder demnächst kommt der und der Gast oder ich mache jetzt jede Woche am Freitag und dann klappt es doch nicht. Da hast du vollkommen recht damit. Man ist immer schnell versucht, irgendwas anzukündigen. Mich juckt's auch in den Fingern, habe schöne Projekte vor mir gerade, würde so gerne davon erzählen und schon mal ankündigen, auch Werbung zu machen, aber wir im Podcast-Business, also im Amateur-Podcast-Business, sind dann doch nicht davor gefeit, dass irgendwas nicht klappt. Also dieser Leitsatz hängt bei mir ganz hoch. Ich lasse noch Platz für andere Audiokommentatoren. Also nochmals herzliche Glückwünsche zu 200 Folgen Jörn Schaas feiner Podcast. Ja, vielen Dank. Und wo ich dich gerade höre, Christian, fällt mir ein, dass du mir in einem anderen Audiokommentar dringend davon abgeraten hast, einen Adapter am Wohnwagenkabel zu benutzen. Ich habe fest vor, das umzubauen und aus dem 7-poligen einen 13-poligen Stecker zu machen am Wohnwagen. Nur, und ich habe mir auch schon ein Anleitungsvideo bei YouTube angeguckt. Das scheint tatsächlich so im Rahmen meiner Möglichkeiten auch zu sein. Und das ist etwas, das ich tatsächlich ankündigen kann. Denn ich weiß, dass ich in unserem nächsten Wohnwagenurlaub sehr viel Zeit haben werde, um sowas zu machen. Und da werde ich mich sehr gewissenhaft mit beschäftigen, dass ich diesen ganzen Adapterquatsch nicht mehr brauche, denn das geht mir echt auf den Zeiger. Ja, und ansonsten auch vielen Dank für die Blumen und so weiter. Das freut mich ganz, ganz enorm, wenn das, was ich hier mache, auf so ein tolles Feedback und auf so einen ja, dankbares Publikum, möchte ich fast sagen, stößt. Das ist echt schön. So, dann noch ein bisschen, was ich noch zu erzählen hatte, was ich so auf meiner Themenliste sonst noch stehen habe. Und zwar fällt mir irgendwie ein, also wir wohnen ja hier in Husum relativ zentral und haben aber keinen Parkplatz am Haus. Und stattdessen müssen wir einmal schräg über die Straße. Das ist ein ziemlich großer öffentlicher Parkplatz, wo man auch kostenlos das Auto abstellen kann. Und da stehen wir immer. Und was da eben auch steht, sind 3 Glascontainer oder 4, keine Ahnung. Und mindestens einmal in der Woche beobachte ich da etwas, was mich nachhaltig fasziniert. Irgendwann immer so, meistens so gegen Freitagabend, kommt da so ein Typ mit einem Mercedes angefahren, so ein C-Klasse Mercedes, auch gar kein, nicht so wahnsinnig altes Modell. Und er selber sieht jetzt auch nicht so wahnsinnig abgerissen aus, aber stellt das Auto immer neben den Containern ab und dann später sehr lange und ausdauernd in die Container rein. Mutmaßlich auf der Suche nach Pfandflaschen. Also ich glaube nicht, dass der nur den Füllstand kontrolliert. Also, und das, okay, ja, kann man machen. Hätte ich jetzt aber dann nicht mit einem Mercedes erwartet, ehrlich gesagt. Und vor allem, was mich daran am meisten irritiert ist, der lässt dabei das Auto laufen. Der stellt den Wagen ab, steigt aus und während der da vor sich hin blubbert, rennt der Typ irgendwie so 3, 4, 5 Minuten um diese Glascontainer rum und guckt auch in alle Einfülllöcher der Container rein. Wie gesagt, das kann man alles machen. Ich störe mich fast ein bisschen dran, dass der die Karre laufen lässt. So. Und ich habe schon mal überlegt, also er ist da auch nicht der Einzige, das ist hier relativ üblich, dass Leute auch zum Beispiel an der Tankstelle, das habe ich auch schon gesehen, dass Leute an der Tankstelle stehen, den Wagen laufen lassen, tanken und reingehen. Und zu bezahlen. Und da denke ich mir, eigentlich müsste man sich mal reinsetzen in das Auto und damit wegfahren. Das wäre doch super witzig. Es wäre natürlich auch Diebstahl, ist mir klar. Aber einfach um mal zu gucken, was passiert. So, und dann den kann irgendwo ordnungsgemäß parken, Schlüssel abziehen, aufs Dach legen und weggehen. Zum Beispiel. Gut, müsste da halt mit den Konsequenzen leben, dass da möglicherweise ein wütender Mensch hinter dir her gerannt oder gefahren kommt und dich da zur Rechenschaft ziehen will. Aber also, Leute gibt's. Merkwürdig. Bin ich der Einzige, den sowas stört oder irritiert? Das würde mich echt mal interessieren. Dann haben wir Avengers gesehen, Avengers Infinity War, also den neuesten aus der Reihe und der macht einen ganz enormen Spaß, also natürlich viel Haut drauf und Explosionen und Geschrei, aber auch sehr, sehr witzig und sehr, sehr, also stellenweise auch tatsächlich ein bisschen ergreifend.
Ich habe nur nicht so hundertprozentig die Story verstanden, weil ich erst beim Gucken gemerkt habe, oh, verflucht, uns fehlen zwei Marvel-Filme, die wir vorher nicht gesehen haben und die eine Menge erklären. Also Thor Ragnarök haben wir nicht gesehen und Black Panther haben wir auch nicht gesehen. Das war nicht so ganz schlimm, aber Thor Ragnarök hatte da ziemlich offenbar einen ziemlichen Einfluss auf die Geschichte. Und was mir dann erst später klar geworden ist, dass auch der neueste Spider-Man, der jetzt irgendwie offensichtlich von einem 12-Jährigen gespielt wird, für mich ist Spider-Man ja weiterhin Tobey Maguire, ne? Das ist der einzig wahre Spider-Man. Aber egal. Spider-Man Homecoming gehört auch in die Avengers-Reihe und da den muss ich auch noch nachholen. So, das heißt, ich werde also zurückspulen bis Guardians of the Galaxy Teil 2 und dann mir die anderen nochmal angucken und dann nochmal Avengers Infinity War. Und ich glaube, dass ich dann so ein paar Anspielungen besser verstehen kann. Ja, also ich glaube, ohne geht es nicht so richtig. Naja, ohne Audiokommentare geht es auch in dieser Folge nicht so richtig. Noch einen von Dotti, mit der ich das Nord-Süd-Gefälle zusammen produziere. Hallo lieber Jörn, ich gratuliere dir recht herzlich zur 300. Episode. 300 Episoden, meine Güte, das ist mal eine Hausnummer, würde ich sagen. Ich habe mal geschaut, wann du deine erste Episode aufgenommen hast. Das muss ein paar Monate nach meinem Erstlingswerk gewesen sein, irgendwann im Januar 2014. Und da bin ich auf deine, wie ich finde, recht lustigen Shownotes gestoßen, die ich mal kurz vorlesen möchte. In der Episode 1 stand nämlich, zwei Podcasts reichen mir noch nicht, ich möchte auch wöchentlich podcasten. Den ersten Kieler Podcast-Workshop habe ich mir als einen hervorragenden Starttermin überlegt, denn so kann ich einerseits den Workflow von Plugin-Einrichtung bis Veröffentlichung zeigen und andererseits schon mal vorab ein paar Hörer und Retweets billig abgreifen. Also hier hauptsächlich zum Zeigen, die erste Ausgabe von Jörn Schaas feinem Podcast, die nächsten Folgen erscheinen dann immer sonntags und haben dann auch Kapitelmarken. Das hätte mir im Rahmen des Workshops zu lange gedauert und ich hatte nicht daran gedacht, das vorzubereiten. Man konnte es also damals schon erahnen, was du angreifst, hat Hand und Fuß. Deine Episoden haben Kapitelmarken und immerhin auch informative und gut gepflegte Shownotes. Aus Erfahrung weiß ich, dass das verdammt viel Arbeit macht. Und außerdem sind ja aus den 2+1 Podcasts, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe, auch schon inzwischen 4 Podcasts geworden, die du betreibst. Und das macht wirklich eine ganze Menge Arbeit. Und deshalb nutze ich diesen Audiogruß heute einfach einmal und bedanke mich bei dir recht herzlich für all die Arbeit und die Zeit, die du in deine Projekte steckst. Hoffentlich hast du noch sehr, sehr lange Spaß daran, denn auch mir macht es jeden Sonntag von neuem Spaß, etwas aus deinem Leben zu hören. Ach übrigens, es gibt ja so Wörter, die einen triggern. Das heißt, wenn man das Wort hört, muss man an einen bestimmten Menschen denken. Und in deinem Fall ist es übrigens nicht Wildkirsche, wie man jetzt vielleicht annehmen möchte, sondern, du wirst dich wundern, das Wort Übergangsjacke. So, und jetzt darfst du mal überlegen, woran das liegt. Mach es gut, Jörn, mach so weiter. Ich freue mich auf jede weitere Folge von dir. Servus aus dem schönen Allgäu. Übergangsjacke? Da habe ich so überhaupt keine Verbindung gerade. Löwenzahn hätte ich erwartet. Aber Übergangsjacke? Da wirst du mir nochmal auf die Sprünge helfen müssen. Kann ich nicht, also kann ich gerade gar nicht wechseln. Aber spannend, dass ich mit so einem Wort verknüpft bin. Das kenne ich zum Beispiel nicht. Leute mit einzelnen Wörtern zu verknüpfen, mit Orten. Ich verknüpfe Menschen immer mit Orten, was schwierig ist, denn wenn ich, also ich habe zum Beispiel ganz, ganz furchtbar lange, oder lange, und nein, lange ist falsch, ich habe mal relativ regelmäßig eine Person in Husum getroffen im Stadtbild, von der ich überzeugt war, dass ich sie kenne. Tatsächlich, ich kenne die auch, also vom Sehen. Aber ich habe sie in einen völlig falschen Kontext gebracht, weil ich sie halt nicht da getroffen habe, wo ich sie normalerweise sehe, nämlich ich kaufe bei ihr häufiger was ein. Da sehe ich sie dann. Aber diese Person habe ich dann ganz woanders getroffen, nämlich offenbar auf dem Weg nach Hause. Weil ich da nun zufällig in der Gegend zu tun hatte, wo sie wohnt.
Und da kam ich ins Grübeln. Und es hat echt ein paar Tage gedauert. Da habe ich gesagt, woher kennst du diese Person? Was ist da los? Und dann traf ich sie das nächste Mal wieder an der Kasse und dachte, ah, richtig. Ja, aber mit Worten, das kenne ich nicht. Na gut, lang genug rumgelabert. Jetzt geht es um den nächsten Audiokommentar von Frank alias Melonator vom Podcast Hör doch mal zu. Hallo Jan, herzliche Glückwünsche vom Melonator zu 200 Ausgaben deines ach so feinen Podcasts, den ich immer wieder gerne höre. Die Mischung aus privatem und beruflichem, Erfolgen und Misserfolgen, das macht immer wieder Spaß zuzuhören und deshalb die dringende Bitte, verbunden mit diesem Glückwunsch, mach weiter so. Mehr habe ich eigentlich heute nicht zu sagen, deswegen nur nochmal das Fazit, herzlichen Glückwunsch, tschüss. Ja, vielen Dank und weitermachen habe ich selbstverständlich vor, denn auch das eine der wenigen Ankündigungen, das wird jetzt also bis auf Weiteres, wird es noch ziemlich lange neue Folgen geben von Jörn Schaas feinem Podcast, denn ich habe ja schon erwähnt, wir werden umziehen ins Pastorat und da werde ich auch mein kleines Podcast-Studio ein bisschen vergrößern und auch akustisch verbessern können. Da halte ich euch auf dem Laufenden, das wird jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Der Umzug ist für Ende dieses Monats geplant und na gut, bis es dann wirklich so hundertprozentig fertig ist, wird es noch ein paar Monate dauern, weil ich eben nicht alles auf einmal machen kann. Aber da werde ich euch immer so ein bisschen Baustelleninfos noch erzählen und das bringt ja auch wieder Material für weitere Folgen. Gut, bevor ich jetzt die letzten beiden Audiokommentare einspiele, habe ich noch einen thematischen Block. Und zwar am vergangenen Wochenende ist die Folge ja ausgefallen und das hing damit zusammen, dass wir meine Eltern besucht haben. Wir waren also mal wieder in Hessen und haben da das verlängerte Wochenende verbracht. Das war sehr, sehr gut, das zu tun, weil ich einfach auch, also wir mussten beide mal raus und konnten uns da ein bisschen zurückziehen und sehr viel chillen und hatten Zeit, einfach mal die Füße hochzulegen und mal nichts zu machen. Außer im Garten sitzen, grillen, bisschen rumfahren, haben ein paar kleinere Ausflüge gemacht, zum Beispiel in den Tierpark Herborn-Uckersdorf. Das ist ein relativ kleiner Tierpark, der mal als reiner Vogelpark angefangen hat und da haben sie jetzt nur noch ein paar andere Tiere, unter anderem Listäffchen, die wahnsinnig winzig sind und unglaublich aufgedreht und sehr, sehr spaßig zu beobachten. Und ein paar Echsen sind da und Ziegen und Gedöns und Schildkröten und was man sich so vorstellen kann. Und das war tatsächlich ganz, ganz schön. Hat uns Spaß gemacht, da ist man auch so ungefähr in 2 Stunden durch, so wenn man sich ganz viel Zeit lässt. Da ist wirklich sehr, sehr winzig, muss man fairerweise sagen. Und da habe ich auch das ein oder andere Bild getwittert aus dem Laden. Zum Beispiel dieses Foto von der Kloschüssel, das direkt 15 cm neben dem Waschbecken hängt, also das Pissoir, nicht Kloschüssel. Und also das einzige Pissoir auf dem Männerklo ist halt genau da. Da besteht erhebliche Verwechslungsgefahr, fürchte ich. Ich habe das nicht benutzt, das war mir irgendwie zu Post-Privacy. Nee. Und dann haben wir noch was gefunden. Umzug heißt ja auch immer, man braucht dann Dinge. Man muss ja Sachen neu anschaffen. Erstmal, weil die Wohnung, die wir jetzt, das Haus, das wir jetzt haben, deutlich größer ist als das, was wir jetzt bewohnen. Das heißt, da muss noch ein bisschen mehr mit rein. Und das heißt auch, ich hatte ja schon über diese ganze Geschichte mit Fritzbox und Fernsehen und sowas gesprochen, aber ich möchte auch sehr, sehr gerne ein also wir hatten überlegt, eine Stereoanlage anzuschaffen, eine richtig gute. Und haben dann gedacht, so, ja, das ist auch irgendwie, wie machen wir das und was nehmen wir da? Und das ist ja auch relativ schnell ziemlich teuer und ist vor allen Dingen auch immer dann angewiesen auf irgendwelche Medien, die man hat. CDs meistens, Schallplatten vielleicht sogar, wenn wir richtig verrückt sind. Und dann fiel mir ein, es könnte ja auch einfach sagen, wir nehmen so ein Multi-Room-System, also ein Lautsprechersystem, das sich über WLAN vernetzt und über eine App steuern lässt, dass man also sagen kann, okay, im Wohnzimmer läuft Motorhead, in der Küche läuft Jazz und im Arbeitszimmer, was weiß ich, AC/DC, keine Ahnung. So, und da gucke ich schon eine ganze Weile und habe immer so ein bisschen überlegt, was machst du da, was nimmst du da, und das passte mir alles nicht so richtig. Ne? Also Sonos war irgendwann mal unangenehm aufgefallen mit irgendwelchen komischen Nutzungsbedingungen, die was so den Datenschutz und die Weitergabe von Nutzerdaten angeht.
mochte ich nicht so richtig. Bose, boah, hatte ich auch so drüber nachgedacht, da wusste ich aber nicht, wie das mit dem Streamen läuft, denn mein heimlicher Traum ist es ja, im Haus so viele Lautsprecher zu verteilen, dass ich einfach, wenn ich alleine zu Hause bin und die Hausarbeit erledige, dass ich dann einfach mein Podcast-Konsum statt über die Kopfhörer wie jetzt über die Multiroom-Lautsprecher zu machen, dass ich einfach durchs Haus laufen kann und überall den Podcast hören kann, ohne dass mich da irgendwelche Umwelteinflüsse stören oder dass ich einfach, was weiß ich, vom, ne, stehst in der Küche, machst den Abwasch und willst was dann rübertragen ins Wohnzimmer, wo es dann im Schrank steht und dann musst du halt irgendwie auf Pause drücken oder musst den Lautsprecher mitnehmen. Deswegen habe ich immer die Kopfhörer auf. Da habe ich aber keinen Bock drauf, weil das in der Wohnung auch irgendwie nicht so richtig gut ist. Also möchte ich sowas haben. Und jetzt weiß ich nicht, wie man mit dem Bose Soundlink-System, wie man da streamen kann, ob die Podcasts aus der Podcast-App da auch ankommen. Und dann sah ich durch Zufall im Saturn stehen ein ähnliches Produkt von der Firma Marshall, die bekannt sind für Gitarrenverstärker. Also wenn ich in Wacken bin, fällt mir als erstes auf diese, wenn Motorhead früher gespielt haben, eine Riesenwand von Marshall-Verstärkern, die hinter Lemmy gestanden haben, ne, sowas. Und die haben in genau diesem Design, von diesem Gitarrenverstärker-Design, haben sie jetzt ein Multi-Room-Lautsprechersystem rausgebracht mit, ich glaube, 3 oder 4 verschiedenen Größen, wo nicht nur Bluetooth und WLAN und sowas alles verbaut sind, sondern eben auch ein Chromecast. Und meine Podcatcher-App, also mein Antenna-Pod, kann auch Chromecast, das habe ich schon mal getestet. Das heißt, da weiß ich sofort mit einem Blick auf die Verpackung, das funktioniert. Und das ist gut. Und dann haben wir die so ein bisschen ausprobieren können. Die haben also so ein Demosystem im Regal stehen, wo du halt so, was weiß ich, 30 Sekunden Musik hörst. Und dann habe ich das mir angehört und habe das dann meiner Frau gezeigt und gesagt, auch die sehen ja schick aus. Und dann kam auch zufällig so ein Verkäufer-Heini vorbei, der uns das nochmal ein bisschen genauer vorgeführt hat. Und da, die haben so ein HiFi-Studio, wo man das anmachen kann. Da kommt auch ordentlich Krach raus. Also die klingen auch in Laut noch sehr gut musikalisch. Und haben auch irgendwie so ein Spotify-Connect-Modul und alles eingebaut. Und also, ja, das wird möglicherweise das. Scheitert immer, also jetzt im Augenblick noch so ein bisschen am Preis. Der größte aus der Lautsprecherserie, der Woburn, der hat 599 oder so. Und das ist schon, naja, ist eher so ein Geburtstagsgeschenk. Oder Weihnachten. So, es gibt da auch ein paar kleinere, der günstigste liegt irgendwie aber auch bei 350. Und der ist von der Größe, würde ich den jetzt erstmal in der Küche sehen oder im Schlafzimmer oder sowas. Das schon eher. Ja. Mal gucken, wie das wird. Und das ist auch nichts, was jetzt ganz weit oben auf der Anschaffungsliste steht. Aber anschaffen werden wir es. Da sind wir uns einig. Das ist sehr, sehr cool. Na gut, dann haben wir. Ach nee, wir haben noch einen wichtigen Punkt, was ich bin durchgedreht in Hessen. Das war unfassbar. Da flog was an Pollen rum, an Blütenstaub. Unglaublich. Habe ich in der Form noch nie gehört. Jetzt ist natürlich Hessen, für Leute, die aus Schleswig-Holstein kommen, in Hessen gibt es etwas, das heißt Wald. Und es gibt viel davon. Das kennen wir hier nicht so in der Form und es gibt vor allen Dingen sehr viel Nadelwald und wenn die Nadelhölzer, ja, die blühen ja auch, man sieht das nicht so gut, aber die blühen auch. Wenn die also ihre Blütenknospen öffnen und dann geht da der Wind durch, dann sind da richtig so gelbe Schwaden, Wolken von Blütenstaub, die durch die Luft fliegen und sich überall absetzen. Es war unfassbar. Unser Auto war komplett gelb. Vor Blütenstaub. Ich habe versucht, das zu fotografieren. Es ist nichts geworden. Deswegen kann ich euch das nicht so richtig gut zeigen. Aber es ist unglaublich, was da, also das ist wirklich eine gelbe Schicht, die, also vor allen Dingen, ich bin dann in die Waschstraße gefahren. Ich fahre mit dem neuen Auto, ertappe ich mich, dass ich regelmäßiger in die Waschstraße fahre. Also wirklich zum Teil wöchentlich. So, also ich bin in die Waschstraße gefahren, das Auto gewaschen. Eine halbe Stunde später war ich wieder bei meinen Eltern auf dem Hof. Meine Frau kommt raus, steht da und sagt, wolltest du nicht in die Waschstraße? Ich sage, ich war da, ich habe den gewaschen. Das ist schon wieder gelb. So. Das war wirklich echt beeindruckend. Also das habe ich in der Form, also wüsste ich auch nicht in den ganzen Jahren davor, in denen ich da gewohnt habe, dass ich das jemals da so erlebt hätte in der Ausprägung.
Das war beeindruckend. Naja, gut. Zwei Audiokommentare habe ich noch, nämlich einmal von Captain Aalkonsum. Moin Jörn und moin liebe Chasis. Herzlichen Glückwunsch zu deiner 200. Podcast-Ausgabe. Ich weiß nicht, ob das viele schaffen. Ich finde es halt einfach nur dufte, weil ich seit circa 50 Folgen dann auch mehr oder weniger intensiv zuhöre. Mittlerweile ja sehr intensiv, seitdem ich das gemerkt habe, wie ich das auch auf meinem Handy alles so cool machen kann. Und das als Digital Native. Aber das ist wieder eine ganz andere Sache. Ich finde es halt einfach nur cool, dass ich dich damals über Twitter entdeckt habe, dass wir am Bahnhof dieses tolle Vergnügen hatten, uns zu begegnen, wobei du nicht wusstest, wer ich bin. Es war großartig, im Nachhinein noch. Ich kann mich da jetzt noch drüber amüsieren. Und dass du mir jetzt auch das Medium Podcast ein bisschen näher gebracht hast. Und mal gucken, ob ich dann wirklich mal dazu komme. Wie gesagt, lass dich feiern auf weitere tolle Ausgaben. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich Shazilu Käufer Nummer 2 bin. Und meine Flasche ist fast leer, von daher kannst du mal wieder eine neue Edition auf den Markt bringen. Ich warte da aber auch gerne drauf. Und weil ich in deiner letzten Folge, ich glaube Podcast 199 war das, gehört habe, dass du so Rasenmäherprobleme hattest, aber die ja jetzt behoben hast, habe ich gedacht, auch wenn du sagst, 200. Folge will ich jetzt gar nicht so die große Show vermachen, möchte ich dir trotzdem ein kleines Geschenk machen. Wenn du dann irgendwann mal den Rasen nicht mähen kannst, weil du halt einfach akute Unlust verspürst, dann sag Bescheid. Ich würde dir glatt einmal den Rasen mähen, denn ich finde Rasenmähen ziemlich geil. In diesem Sinne noch viele tolle Folgen und danke, danke, dankeschön. Ciao, ich bin raus. Das war tatsächlich eine sehr, sehr coole Begegnung, weil ich nichts ahnend am Bahnsteig stand und durch meine Twitter-Timeline scrollte und auf einmal stand jemand neben mir und sagte, twitterst du gerade? Bist du Schasen? Und zack, kannten wir uns. Ja, das war tatsächlich sehr, sehr schön, aber mein Lieber, da hast du dir jetzt was aufgeladen, denn der Pastoratsgarten, ne? Der ist echt groß. Und mein Rasenmäher, den habe ich gekauft für einen, wollen wir sagen, eher kleinen Garten. Also in der alten Wohnung und auch jetzt hier haben wir halt echt nicht so richtig viel Rasenfläche. Und der neue Rasen, also ich komme da drauf zurück und es gibt auch noch eine Bratwurst vom Grill nachher. Die hast du dir dann verdient. Aber mein lieber Schwan, da wirst du mit zu tun haben. Vor allen Dingen mit diesem scheiß kleinen Rasenmäher, der halt irgendwie, ja, ich würde mal sagen, so 30 Zentimeter Schnittbreite hat. Also wenn du Rasenmähen gut findest, dann ist das genau dein Ding. Da wirst du Spaß haben, weil das eben auch sehr, sehr lange dauern kann. Naja. Wir sprechen uns noch, was das angeht. Und jetzt haben wir noch einen letzten Audiokommentar, wo ihr wieder Daniel hören werdet vom Brombeerfalter. Aber der macht ja jetzt seit kurzem auch das Brombeerlabor zusammen mit Jan Giesmann. Und die beiden klingen gemeinsam ungefähr so. So, der Text für den Gruß zur 200. Folge von Jan Schaas Feiern Podcast liegt dann im Drive. Und können wir jetzt eigentlich aufnehmen, oder? Klar, ich bin bereit, aber nee, stopp. Den Witz mit du bist Jörn Schaar und wir sind es nicht, den lösche ich lieber, weil den hat er garantiert schon oft genug gehört. Stimmt, dann nehmen wir aber die Anspielung auf Wildkirsche auch raus, oder? Ich meine, es gab es jetzt auch schon ein paar Mal. Okay, aber der Rest sieht doch wirklich ganz gut. Löwenzahn? Ernsthaft? Das Thema ist so 2015. Und was macht eigentlich diese Penis-Anspielung da? Also erstens ist es ein ganz anderer Podcast und zweitens sind Peniswitze doch echt... Warte, Achtung, ausgelutscht. Verstehst du? Ausgelutscht, ja, prima. Aber jetzt ist der Text wirklich gut geworden. Möchtest du anfangen oder soll ich? Mir egal, oder gleichzeitig auf drei. Das ist auch eine gute Idee. Eins. Ach halt, nee, lass uns mal schnell noch unser Soundlogo einspielen. Weißt du, hier subtile Reklame und so. So, jetzt aber. Eins. 2, 3. Das Brombeerlabor gratuliert. Herzlich, lieber Jörn. Und das war jetzt alles? Naja, es war ja immer mehr, ne? Aber auch wenn das nicht im Skript steht, möchte ich nochmal sagen, vielen Dank für deine Produktion, lieber Jörn. Ja, stimmt, absolut. Und auch vielen Dank für deine Stimme im Brombeerlabor. Jetzt mal aber ernst, ist doch mal gut hier mit der Lobhudelei, ne? Also nachher glaubt er wirklich noch, wir finden den nett, ne? So, wie stoppt man hier jetzt nochmal die Aufnahme?
wer solche Freunde hat. Aber ich helfe ja gern, wenn ihr nochmal irgendwas gesprochen haben wollt. Wisst ihr schon Bescheid. Nee, vielen Dank. Er hat mich, also ich habe ein bisschen gekichert, während ich das gehört habe. Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen ganz ähnlich ging bei der Geschichte. Eine Klitzekleinigkeit habe ich noch. Und zwar war ich, ja, jetzt gerade Donnerstag, Freitag war ich in Kiel zum Arbeiten. Hatte dort viel zu Frühdienst und danach immer regelmäßig, also Donnerstag 5 bis 10 gearbeitet, dann frei und dann sollte ich Freitag nochmal morgens um 5 da sein. Es lohnt sich dann nicht so richtig nach Husum zu fahren, also habe ich den Tag in Kiel verbracht und ich hatte überhaupt keinen Bock auf irgendwie Sozialkontakte und bin einfach nur, habe einfach nur rumgenullt, ein bisschen im Hiroshima-Park auf dem Liegestuhl gelegen und auf den Springbrunnen geguckt. Dann wurde mir das da irgendwie zu fresh und vor allen Dingen piepte auch mein Telefon, dass es langsam mal Saft haben möchte, weil der Akku irgendwie leer war nach nur 3 Stunden Podcast-Streaming. Gut, war ja auch vorher schon im Einsatz gewesen, schon seit morgens um 5, wie gesagt, nicht mehr in der Steckdose. Da darf es dann irgendwann auch mal zur Neige gehen mit dem Akku und da habe ich gedacht, so, ja, könnte ich natürlich zurück in mein Quartier gehen bei den Schwiegereltern und es da aufladen. Aber ich hatte ja keine Lust auf Sozialkontakte. Also habe ich mich in den Sophienhof bewegt. Ein Einkaufszentrum, von dem ich wusste, dass es da, wenn schon kein kostenloses WLAN, dann aber zumindest kostenlosen Strom gibt. Denn die haben da seit kurzem ein paar Sitzgruppen aufgestellt und an denen sind an je 4 Sitzplätzen ist eine, es sind 2, nein Quatsch. Blödsinn. In jeder Sitzgruppe sind 4 Steckdosen. So, einmal für einen Schuko-Stecker und einmal so ein, und da dran angebaut sind auch gleich so USB-Einsteck-Nupsis. Jetzt ist es ja bekanntermaßen ein Sicherheitsrisiko, ein USB-Device einfach irgendwo an einen unbekannten Stecker anzuschließen. Wer weiß, was dahinter ist. Und traue ich dem Sophienhof nicht unbedingt zu, dass die jetzt die Mörder-Hacker oder Virenverteiler sind, aber wer weiß, wer da schon was dran gesteckt hat, also lassen wir das sein. So, jetzt habe ich also mich hingesetzt und habe dann mein Handy eingesteckt und habe da rumgedaddelt und wunderte mich irgendwann so, der Akku wird gar nicht voller, Steckdose funktioniert nicht. Ich habe also noch um mich herum die weiteren ausprobiert, da kam überall kein Strom raus. Langer Rede, kurzer Unsinn, erst bei der 5. Sitzgruppe habe ich dann auch Strom gefunden. Und habe mich da dann ja gütlich getan, mich da schadlos gehalten an deren Strom, mein Telefon wieder einigermaßen auf den Stand gebracht. Und dann war ich auch noch kurz bei der Information und habe da Bescheid gesagt. Und die wusste, also das war ein schönes Gespräch. Ja. Ich dachte, guten Tag, ich habe ein Problem, eine Frage zu ihren Steckdosen. Und sie guckte so, als wollte sie gerade sagen, hä? Und sagte das dann auch. Hä? Ich sag, ja, sie haben ja da diese tollen Sitzgruppen, hier vorne gleich und da oben mit den Steckdosen. Ach, sag ja, da kommt aber kein Strom raus. Oh nee, sagt sie, das soll wohl nicht. Ne? Sag nee, wäre schön, wenn sie das mal ändern könnten. Ja, sagt sie, kann ich jetzt schlecht, aber ich sag mal der Technik Bescheid. Naja, gut, ich werde das überprüfen und damit die herzliche Bitte an meine Kieler Hörenden, dass ihr vielleicht einfach mal das im Auge behaltet, ob da aus den Sitzgruppen jetzt dann Strom rauskommt. Die gegenüber von Apollo funktionierte an der Rolltreppe, alle anderen, die ich getestet habe, nicht. So, das nur mal als kleiner Hinweis. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und für diese ganzen fantastischen Kommentare. Und ich denke mal, statt dem normalen Outro spiele ich nochmal das coole Lied von Lars Voss, denn das hat mich echt beeindruckt. Vielen Dank und tschüss, bis auf die nächsten 200 oder so ähnlich. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Jörn Schaar, sie ja.